In Gambles Kauf- und Warenhaus sind bis auf zwei schon alle Lichter aus. Nur noch die Leuchtreklame auf dem Dach, die zwinkert noch, die ist noch wach. In der Etage, wo es Läufer gibt und Fälle, da brennt das Licht noch, ist's noch helle. Dort fegt der Putzmann Dietrich Kordesang wie jeden Abend Treppenhaus und Gang. Den Paul auf einem Teppich ausgestreckt hat Kordesangs Gepfeife aufgeweckt. Nun ist das Nichtigen im Kaufhaus ja verboten. Der Putzmann kommt. Was wird das Paulchen machen? Da liegt der fette Tiger da mit weit gespreizten Pfoten. Der Paul verschwindet in dem zahnbewehrten Rachen. Kordesang ist früher Großwildjäger mal gewesen. Er hat schon anderes in der Hand gehabt als einen Kaufhausputzmannwesen. Welch Abstieg im Sozialen er nur langsam überwindet und an der Putzmannstätigkeit nur minderen Gefallen findet. Zudem, ganz abgesehen von der Steuer, ist's nächtens in dem Kaufhaus nicht geheuer. Da gibt's zum Beispiel Spuren auf den Stufen, die nach oben rollen. Ob die tatsächlich von dem Bettvorlieger-Tiger stammen sollen? Inzwischen hat der Paul den Ladentisch gefunden, wo Hüte feilgeboten sind für frohe Stunden, dieweil der Mensch ja, wenn er Lust zum Lustigsein verspürt, sich gern mit Nase, falschem Bart und einem Hütchen ziert. Auch so ein liebes Raubtier-Katzenköpfchen ist gefragt. Fragt sich nur, was Herr Kordesang zu der Verkleidung sagt. Der, als der Paul an ihm vorbeigeglitten, hätte einen Schlag beinahe vor Schreck erlitten. Er eilt hinfort, um eine Elefantenbüchse zu ergreifen und brennt dem Tiger schon zum zweiten Mal eine Ladung auf die Streifen. Erst auf der Treppe plötzlich Raubtierspuren, jetzt dröhnt ein Automotor los mit über 1000 Touren. Weil man das nachts in einem Kaufhaus ja nicht vermuten kann, mutet das Ganze den Herrn Kordesang reichlich seltsam an. Es rast der Paul den Kaufhausgang hinunter und hinauf. Da macht Herr Dietrich Kordesang plötzlich eine Türe auf. Das weich gespülte Flauschgefell nach Möglichkeit zu glätten, legt Paulchen sich auf das Gestell, das man gebraucht zum Plätten. Schrillt einem dann das Telefon so mitten rein ins Bügeln, empfiehlt sich's in dem Falle schon, den Redeschwall zu zügeln. Denn wenn man dann den Braten riecht, das Eisen schon am Boden liegt. Nun ist eine Öffnung da, wo die Natur sie anzubringen nicht beliebt, meist abträglich der Schönheit der Figur und außerdem es Durchzug gibt. Und ganz verloren ist ja Malz und Hopfen, will man das Loch mit einem Wecker stopfen. Was ist schon Rollen im Gedärm, verglichen mit dem Weckerlärm? Oh, my God.
Es ist der Wunderstuhl, der sich gebärdet wie ein Hund für Dietrich Kurdesang, der lang ersehnte Grund, ins Vorgesetztenzimmer zu marschieren und seinen Dienst als Kaufhausputzmann zu quittieren. Ich kündige Feierabend, Punkt um Schluss. Fegt doch alleine. Gruß und Kuss, dein Julius. Es ist der Duft der großen Welt, zumindest was sich dafür hält, für Paulchen wie für Lieschen Müller im praktischen Zerstäuber. Halt der Knüller. Weshalb er forsch das Gummibällchen drückt und schwebt hinfort vom eigenen Duft entzückt. Und in der Wolke so viel Wohlgeruch und Süße steckt, dass sie des ausgestopften Tigers Lebensgeister weckt. Der Paul hat in der nächsten Nacht es sich auf einem Bärenfell bequem gemacht. Da naht sich pfeifend auf dem Gang der Nachfolger von Dietrich Kurdesang. Womit wir wieder am Anfang wären, nur diesmal eben in einem Bären.